weiter jetzt und begrüße euch erstmal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ersten Schnitt. So, heute haben wir endlich das Vergnügen, mit dem Arion und der Mähwerkkombination zu fahren. Und so können wir mal ein bisschen was reißen hier unten an der Elbe. Wir haben noch so 1, 2, 3 Flächen auf dem Plan. Also wir mähen heute, bis es nicht mehr geht. Ja. Hier ist der Plan, dass wir Heu machen. Wetter passt, also Temperaturen krabbeln nach oben, der Wind geht außerdem. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Problem. Wir hatten jetzt innerhalb von 4 Wochen 3 Liter. Das war's. Also das letzte wurde da zur Maisaussaat, also frühe Maisaussaat, da kamen dann nochmal die 6 Liter. Ansonsten war denn weiter jetzt nichts in den letzten Zeitraum. Also es ist jetzt auch leider, die Prognosen sagen, es sieht sehr trocken aus. Das Hoch, das verabschiedet sich hier nicht so schnell und das wird wahrscheinlich auch ein sehr, sehr trockener Juni. Bis jetzt sah eine Kultur noch gut aus, die erste ist auch schon eigentlich soweit. Aber also Regen könnte doch noch mal kommen. Also das wäre für Phyllis eine wunderschöne Sache. Wir haben an manchen Flächen immer noch, wenn man gräbt, ist es immer noch schön feucht. Aber so, wo es auch so richtig sandig ist, das ist halt auch schon sehr schwierig. Da haut das Wasser halt so schnell ab. Aber hier auf den Wiesen und in manchen Senken, da knetet es auch manchmal noch. Also das ist schon Wahnsinn. Also hier ist der Grundwasserhaushalt wahrscheinlich noch normalisiert, weil wir ja ein bisschen Hochwasser hatten, aber auch nicht so, dass ja die ganzen Wiesen unter Wasser standen. Aber in der Gräben ist halt immer noch Wasser und das ist halt, ja, das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja. So, wir machen jetzt hier das kleine bisschen noch ab. Die Fläche ungefähr hat 20 Hektar. Das sollten wir jetzt alles in der nächsten Stunde noch abkriegen und dann jetzt halt weiter hier unten. Ja. Dann einmal durchwenden und dann müssen wir mal die Tage schauen, wie es halt abtrocknet. Ob wir das dann nochmal durchwenden oder eben auch nicht. Eine neue Wiese. Die Wiese ist jetzt natürlich gleich ab. Wollte mich auch nochmal melden. Das ist hier eine Mähweide. Und eigentlich war hier der Plan, dass wir das komplette Futter hier noch stehen lassen zum Hüten. Aber die Problematik ist halt jetzt, wenn das so massig dasteht und die Kühe hier drauf kommen, dann werden die halt mehr zertrampeln, als dass sie hier anständig fressen. Und darum Mähwerke dran. Und dann machen wir hier noch einen Schnitt und können das nochmal anständig verwerten, beziehungsweise alles verwerten. Ja. Hier drüben stehen sie. Dann haben wir noch ein paar Flächen, da werden wir noch was rausmähen und weiterhin noch Heu machen, wo also ja nicht Kühe draufkommen oder so. Einfach nur, damit wir da unser Futter für den Winter einfahren können. Ja, solche Wiesen soll es auch gehen. So, heute auch eine Vielzahl von Störche, also mal auf den Schlag sind hier 10 Stück. Würde ich jetzt mal meinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind genau 10 Stück. Wahnsinn. So, immer noch im Heu. Kleiner Ausblick von dieser Wiese hier. Die ist eher ein bisschen mager. Ist auch ein sehr leichter Standort. Also hier ist nicht viel zu erwarten. Aber wir hatten natürlich ein wasserreiches Frühjahr, was natürlich abrupt nachgelassen hatte jetzt im April oder Ende April. Und wir hatten dann im Mai nochmal 3 Liter. Ja, das war's. So. Das liegt auch wahrscheinlich auch daran, dass es im Frühjahr auch noch lange kalt war. Also wir haben Bestände, die sehen sehr gut aus, aber wir haben halt auch Bestände, da war es halt wirklich noch zu kalt im Frühjahr. Kam nicht so in Jange, wie man sich das halt gewünscht hätte zum Anfang. So, was machen wir? Wir machen 1,65er Ballen. Heu natürlich, fahren ohne Messer. Ja, da wirklich schwadet. Und wir haben heute wohl 1, 2 Flächen auf dem Schirm. Es sind natürlich wohl mehr wie 2 Flächen, aber ja, wir reisen natürlich heute wohl noch ein bisschen. Wir haben übrigens jetzt 260 Ballen Heu. Es werden jetzt noch ein paar mehr. Wir haben jetzt noch ein bisschen was. Also wir werden kurz vor der Getreideernte dann auch fertig werden, denke ich mal, mit dem ersten Schnitt. Je nachdem, wie es jetzt nun regnet, haben wir dann noch einen zweiten Schnitt zu erwarten. Aber wenn kein Niederschlag kommt, dann sieht das sehr düster aus dieses Jahr. Aber wollen wir mal das Beste hoffen. Der Juni soll ein bisschen trockener werden. Ist jetzt ganz schön fatal für die Kulturen, für Mais. Also es wäre jetzt bitter nötig, wenn der nochmal einen schönen Niederschlag, eine schöne Regenhusche abfasst. Aber ja, können wir uns ja leider nicht aussuchen. So, erster Einblick von dieser wunderschönen Fläche hier. Und dann sehen wir uns jetzt im weiteren Verlauf des Heumachens. Ja. So, bis dahin, bis gleich. Neue Fläche, das sieht noch magerer aus wie die Fläche zuvor.
liegt ja daran, dass dieser Standort wirklich einer der schlechtesten ist, die wir haben. Also wenn wir jetzt einen Bodenpunkt finden, dann ist das wahrscheinlich schon sehr gut. So. Ja, hier findet sich ab und zu mal noch Luzerne, aber das durch die trockenen Jahre wollte die auch sich nicht so etablieren hier an dem Standort. Am Graben funktioniert das ganz gut, da ist es halt auch immer feucht. Da passt das, aber hier in der Fläche sieht schon mau aus. Es kommen allerdings jetzt noch bessere Wiesen. Jetzt sind wir hier nochmal am Graben, das ist jetzt das dritte Schwad vom Vorgewinde. Wird schon ein bisschen dicker, außer dann in der Fläche, da ist halt nichts los. Aber ich melde mich wieder, wenn es mehr Spaß macht und wenn man mehr Material sieht. Eine Wicklung, aber das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Also überspringen wir den Teil. Bis gleich. We'll be right back.
Vorletzte Wiese. Ich habe schon einen kleinen abendlichen Snack. Meine Mutti ist da, die steht da hinten. Hat uns jetzt gerade noch was überreicht. So, erneute Entwicklung. Wir sind beim 35. Ballen, wenn der raus ist. Schwane werden allmählich größer. Also das ist ordentlich, was hier runter kommt. Also das sind knappe 3 Hektar, sollten es sein. Ja, und ich denke mal, 2-3 Ballen werden es noch. Das ist hier unser Kuhgoppel, also eigentlich war das hier geplant, dass das hier nochmal abgehütet wird, aber das war so hoch, die hätten da kaputt getreten, als dass sie fressen. Und darum machen wir nochmal Heu. Und ja, kein Schlechtes. Da hinten wird es übrigens blau, ja. Also ich hoffe mal, dass wir noch ein bisschen Regen kriegen. Das wär so schön. Wirklich. Vielleicht doch mal noch einen Regentanz machen. So, die letzte, aber überschaubare Fläche. Wir schwaren das noch ein und fressen das und dann ist für heute erstmal Schluss. So, und wieder bei einer Wicklung. Mein Vater holt schon die Beine alle weg, kriegt jetzt auch seine Armversorgung. Und dann hätten wir das erstmal vom heutigen Pressen des schönen Heuels. Ja. Macht's gut. Vielleicht gibt es ja noch eine Aufnahme. Ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen.